seine Stimme auf dem Notenpult liegen und daneben die Partitur. Und wenn man das nachprüfen möchte, was in der Probenarbeit eigentlich permanent der Fall ist, dann nimmt man erstmal die Partitur hoch, fängt an zu blättern, sucht die Stelle, dann macht man das zu viert, die Zeit multipliziert sich mal vier. Und das ist halt, ja, man spart extrem viel Zeit dadurch, dass man einfach nur draufklickt und dann erscheint sofort die Partitur genau an der Stelle, wo man arbeiten möchte. Und dann mit einem Klick wieder zurück. Also das ist sehr angenehm. Und normalerweise spielt man erstmal ein Quartett und dann irgendwann spielt man ein anderes und man braucht die nicht alle gleichzeitig. Man muss die nicht alle mit sich rumschleppen. Und das ist dann schon ein Vorteil, dass man wirklich nur eine Stimme vielleicht braucht, erstmal nur für sich zum Üben. Und da würde man jetzt einfach nur dieses eine Quartett kaufen und vielleicht sogar nur diese eine Stimme, die man auch tatsächlich benutzen will. Und das ist erstens natürlich sehr viel praktikabler, aber eben auch irgendwie günstiger. Man kann alles anpassen von dem System, von der Anordnung, und das ist... Je schlechter unsere Augen werden, desto größer kann man im Notentext gehen.